Heute machen wir eine trendige Einmachglaslampe. Für die Lampe brauchen wir ein Einmachglas, Lampenfassung und Glühbirne, Edding, Nagel und Hammer und allenfalls die Feile. Damit wir die Lampenfassung an den Deckel des Glases befestigen können, müssen wir hier zuerst ein Loch machen. Dazu mit dem Edding die Lampenfassung anzeichnen und mit Hammer und Nagel entlang dieser Markierung ganz viele Löcher machen. Ist man mit diesem Prozedere einmal rundherum, kann man die Mitte mit etwas Druck herausschlagen. Damit die Wärme entweichen kann, schlagen wir rundherum nochmals einige Löcher ein. Wer will, kann den Rand mit einer Feile schleifen, damit man sich an der Kante nicht schneidet. Nun die Lampenfassung durch das Loch stecken und von unten festschrauben. Glühbirne in die Fassung drehen und den Deckel zuschrauben. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob es funktioniert. Wow, wunderschön! Das Einmachglaslicht könnt ihr nun überall als Hängelampe verwenden und je nach Stärke der Glühbirne als wirklich wichtige Lichtquelle oder als akzentgebendes Dekolicht. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Weitere Videowünsche dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Danke und bis zum nächsten Mal.